Das ist Nelly, unsere Zeichnerin. Und wenn sie zeichnet, braucht sie dafür Papier und Stifte. Am liebsten zeichnet Nelly Tiere. Und heute hat sie sich die Ziege vorgenommen. Na, das ist jetzt erstmal ein Ei. Das sind die Augen. Und Ziegennase und Ziegenmund. Eine fröhliche Ziege. Oh, das sind die Hörner. Und daneben gleich die Ohren. Und dann hören wir doch mal rein in die Ziege. So klingt das, wenn eine Ziege sich freut. Das hat mit Meckern gar nichts zu tun. Gibt ja auch nichts zu meckern. So, das ist der Ziegenschwanz. Und das kannst du ganz einfach nachmalen. Vier Beine, zwei vorne, zwei hinten. Und die Hufe abgetrennt. 2, 3, 4. Oh, da kommt noch der Euter dran. Da kommt die leckere Ziegenmilch her. Kann man auch lecker Ziegenkäse draus machen. Natürlich steht unsere Ziege auf der Wiese. Gibt's immer noch nichts zu meckern. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Hufe, Hörner, Euter. Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen im Zeitraffer dargestellt. So schnell malen kann die Nelly im wirklichen Leben natürlich nicht. Ohren, Beine, Schwänzchen. Und fertig, nichts zu meckern.